So. An der Stelle möchte ich gerade mal sagen, für alle Satire-Gegner und die, all die Leute, die Satire immer einfach partout nicht verstehen wollen. Warum? Ist mega lustig. Flügeltüren knallen den Leuten auf die Nase. Aua. So, wir müssen mal, Entschuldigung, nicht, dass ich ein bisschen die Kontenance verloren. Wir müssen ja versuchen, diese Sache hier wieder so einigermaßen ernst zu nehmen. Also, folgende Problematik ist uns untergekommen. Wir wollten mal was anderes als langweilige Türen machen. Da Kai Uwe so einen schicken Sportwagenkalender dabei hatte, haben wir uns inspirieren lassen und nach oben aufschwingende Flügeltüren verbaut. Aber wenn die Leute da durchgehen, knallt die Türen dann auch den nächsten Leuten ins Gesicht. Schranken vor die Flügeltüren setzen, die dafür sorgt, dass die Passagiere Abstand halten müssen. Wanddurchbruch neben die Flügeltüren. Nein. So tragende Wand, das kannst du nicht machen. Die Flügel vom Verfassungsschutz. Entschuldigung. Ich bin aus Versehen aus meiner Problematik gefallen. Türpagen engagieren, die an Gästen die Flügeltüren aufhalten. Das ist aber schön. Mega gut. So, was hat denn jetzt wieder nicht funktioniert? Ach hier. Wir statt Kerosin in der Tankanlage. Ja, scheiße. Okay. Anstatt mit einem Kraftstoffvertrieb einen Vertrag zu machen, hat die Flughafenleitung den Zuschlag einer Brauerei gegeben, weil das Angebot besser war. Nun werden die Tankanlagen mit Gölsch gespeist. Das sind wir dabei. Gölschkneipe auf dem Flughafen machen, wenigstens ordentliches bayerisches Bier besorgen, Gölsch einkochen, bis es den richtigen Alkoholanteil hat, um als Treibstoff zu wirken. Ja, da sind wir dabei. Das ist prima. Saufen für das Klima. So, die Finanzen bauen sich so ganz langsam wieder auf. Oh, das ist vielleicht doch nicht prima. Keine Erstattung. Ja, Herrschaftszeit. Kölsch eindestillieren, bis es den richtigen Alkoholanteil hat. Ah, das Eindestillieren funktioniert auf jeden Fall besser als das Einkochen. Gut, probieren wir mal das. Oh, mein Innenausbau vom Parkhaus hat ein Problem. Parkhausdecken biegen sich durch. Was? Da hat jemand den Stahlbeton mit irgendwas gestreckt, jetzt biegen sich die Decken durch. Da hast du den teuersten. Verstehst du? Ja, nee. Wir können nicht schon wieder einen Witz über Potenzmittel machen. Okay, einmal noch. Yoga-Lehrer engagieren, der dem Parkhaus beibringt, sich zurückzubiegen. Die unteren Etagen nur für superflache Sportwagen freigeben. Löffel in die Decken verbauen und Uri Geller engagieren. Yoga-Lehrer. Ja, genau. Also dauerhaft Uri Geller engagieren. Der sehr laufende Kosten. Weil wenn wir das schaffen, dem Parkhaus beizubringen, sich selbst zurückzubiegen. Oh, Landebahn verlegen hat leider nicht funktioniert. Warum gibt es eigentlich keine Kostenerstattungen? Was macht eigentlich unseren Anwalt? Einen Scheiß macht er. Noch eine Landebahn auf dem Dach der Landebahn errichten. Ja, das wird funktionieren. Boah, ist aber schon ein großes. Ach, guck mal. Sie war einer. Guck, abreißen. So, hier, da funktioniert doch schon mal was. Ist doch super. Probleme mit Verfassungsschutz. Flügeltüren von innen gut polstern. Also gut, wenn das jetzt mit dem Verfassungsschutz nicht funktioniert, das war fast zu erwarten, müssen wir also doch die Türpagen einstellen. Ja bitte. Oh, der Yoga-Lehrer hat leider versagt. Aber wir haben eine Erstattung bekommen. Wuhu. Stütze beantragen. Ja, gut. Machen wir doch glatt. So, da hat wieder was funktioniert. Aha, die Flügeltüren haben funktioniert. Die Pagen machen ihre Arbeit. Hervorragend. Wir haben mittlerweile wieder über 2 Millionen. Das heißt, wir können den zweiten Parkbereich beginnen.
da hier sowieso alles schief geht und wir jetzt ein bisschen Geld sparen müssen, lassen wir das jetzt mal hier den Baufuchs machen. Den haben wir ja schon gelesen. Wo ist meine Gans? Gib sie wieder her. Weil... Okay. Ich muss erstmal gucken, hier oben gab es den ersten Fehler. Im Nordterminal, der Vorarbeiter ist mit der Maus abgerutscht. Wir haben eine Maus in der Zwischenwand entdeckt. Unser Vorarbeiter fing sie, bevor sie die Kabel anknabbert. Als er sie raustragen wollte, ist er aber abgerutscht und hat sich ein Bein gebrochen. Kleinen blauen Elefanten besorgen. Gebrochenes Bein des Vorarbeiters zementieren. Flughafenkatze besorgen. Nacharbeit zum Vorarbeiter befördern. Nacharbeiter zum Vorarbeiter befördern. Ja. Dann macht's ein anderer. Sehe ich auch so. So, dass das schief geht, ist klar. Die Baupläne sind auf Esspapier gezeichnet. Weil der Drucker alle war, hat Kai-Uwe die Baupläne schnell vom Bildschirm auf Esspapierbögen übertragen und danach versehentlich die Dateien gelöscht. Wie schaffen wir es, dass der Plan bis zum Bauende durchhält? Pläne mit Buchstabennudeln abschreiben. Kai-Uwe die Pläne auf den Rücken tätowieren. Das würde funktionieren. Esspapier in Wasabi tunken, damit das alles zu scharf wird. Esspapier laminieren. Auf jeden Fall das Esspapier laminieren. Oh, wir kriegen keine Stütze. Schicke Atlasbüsten. Kaufen, die das Ganze stützen. Das sieht gut aus. Ja, komm, da geht's halt nur Sportwagen unten. So, irgendwas ist fertig geworden. Ach ja, hier der Nacharbeiter macht weiter mit dem Terminal. Sehr schön, sehr schön. Dafür kackt hier gerade der Innenausbau wieder ab. Im Hauptterminal, die Gegensprechanlage beleidigt alle. Das ist aber nicht nett von der Gegensprechanlage. Das ist wirklich skurril. Wenn man über die Gegensprechanlage eine Durchsage im ganzen Terminal machen will, gibt es irgendeine Art Rückkopplung und die Fluggäste werden einfach nur wüst beschimpft. Dementsprechend kann man die Durchsagen als Deutschrap-Album verkaufen. Man kann jeder Durchsage eine Entschuldigungsdurchsage nachschalten. Man kann die Gegensprechanlage installieren, die Gegensprechanlage beschimpft. Die Gegensprechanlage und die Gegensprechanlage durch Fürsprechanlage ersetzen. Das behalten wir uns mal als Option. Beide hier unten. Aber als erstes verkaufen wir das Deutschrap-Album. Dann kriegen wir nämlich zusätzlich noch mal ein bisschen Geld. Guck mal, Laminiergerät hat funktioniert. Flache Wagen sind offensichtlich auch keine Option. Gut, dann nehmen wir halt jetzt die Atlasbüsten. Ja! Yeah. Sie haben Stufe 5 des Baumenüs erreicht. Damit haben Sie folgende neue Bauoption freigeschaltet. Parkbereich 4, ein Bahnhof und ein neuer Punkt im Managementmenü. Jawohl. So, das Deutschrap-Album hat leider keiner haben wollen. Das wundert mich. Durchsagesprache auf Latein stellen, das versteht eh keiner mehr. Ne, dann nehmen wir natürlich die Gegensprechanlage, die die Gegensprechanlage beschimpft. So, was ist denn im Parkhaus 2 wieder los? Wölfe haben das Gebäude umgepustet. In Brandenburg gibt es wieder wilde Wölfe. Wir wollten die Warnung nicht hören, nun haben welche gestern Nacht das komplette Gebäude umgepustet. Gebäude aus Stroh wieder aufbauen, Gebäude aus Holz wieder aufbauen, Gebäude aus Schweinskopfsülz wieder aufbauen, Gebäude aus Lebkuchen wieder aufbauen. Ja gut, das Stroh macht ja keinen Sinn. Da haben sie ja umgepustet, also kommt natürlich als nächstes das Holzhaus. Ist ja klar. So, der ist in der Zwischenzeit hier oben fertig geworden. Das heißt, wir können die nächste Stufe bauen. Kostet nur alles ein Vermögen, können wir uns alles nicht leisten. Stimmt, ist der Terminal. Ja, blöd. Projekt wird auf Eis gelegt. Wir können nur nochmal gucken, wo sind wir denn jetzt, wie weit. Macht hier gerade ganz viel Bling Bling. So, es ist etwas betriebsbereit. Das ist ein Traum. So, hier gibt es wieder Probleme beim Parkhaus 2. Neue Befehle von ganz oben. Die Reptiloiden NWO Weltregierung aus der Freimaurerzentrale hat angerufen. Die schon wieder.
Wir sollen auch darauf achten, das Gebäude 5G-tauglich zu machen, damit die Gedankenchips besser gesteuert werden können. Die da oben können mich langsam mal, sollen sie doch einfach selber bauen, wenn es ihnen nicht passt. Eine Tüte russisch Brot kaufen und alle Gs raussuchen. Ich mache das jetzt öffentlich mit dieser Weltregierung. Kai-Uwe, du hast doch einen YouTube-Kanal. Zuständiges Ministerium für Digitalisierung um Unterstützung bitten. Ja, die Erfolgschance bei der Unterstützung des Ministeriums, Mysteriums ist überraschend gering. Aber Kai-Uwe hat doch einen YouTube-Kanal. Der kann doch jetzt hier mal seine. Hoppla. Kann sich doch mal mit allen da. Kann doch mal. Vögel bedrohen den Flugverkehr irgendwann. Neben dem Gelände nisten Vögel, die Starts und Landungen gefährden könnten. Um die Sicherheit zu gewährleisten, brauchen wir etwas, was sie aus der Gefahrenzone hält. Alle Bauarbeiter als Vogelscheuchen verkleiden. Piloten höflich darum bitten, die Vögel zu umfliegen, Verkehrsstelle für die Vögel in der Luft montieren, Flugzeuge mit vorn offenen Triebwerken verwenden, sodass die schädlichen Vögel während des Flugs eingesogen werden. Ne, wir verkleiden die Bauarbeiter als Vogelscheuchen, das hat eine hohe Erfolgs... Ich freue mich, dass mal was funktioniert. Wer ist denn jetzt hier wieder? Ach so, ja, das hat mit dem YouTube-Kanal leider nicht geklappt. Dann, die da oben. Geschwind große Granitgänge graben. Russisch Brot. Früher hat auch russisch Roulette geholfen. Mein Top-Parkhaus muss mal abgeschlossen werden jetzt. Das können wir uns nämlich auch leisten. Mit. Diesem da. Innovatives Design. Disruptives Design, das ganz edgy nach vorne geht. Der Image-Shot ist direkt viral gegangen. Mega Fly. Zwirbel, zwirbel. Zwirbel, zwirbel. Wow, wow, wow. Das wird auch glatter Frozen Soy Milk Chai Mokka Smoothie mit Chai Dinkel Flakes aus der Hand gefallen. So groß ist das. Ich gebe halt nie 5 Sterne, ey. Einfach geil, wirklich. Die Craft Beer Kneipe ist so, wie ich mir das gewünscht habe. Und sogar noch besser. Alle Versprechen eingehalten, aber ich gebe halt nie 5 Sterne, Prinzipien und so. Teuer, aber das Geld wert. Zugegeben, billig sind die wirklich nicht. Und Zeit nehmen die sich auch. Aber dafür bekommt man eben auch absolute Spitzendesign. Das ist eben nicht für jeden. Ja, easy. Es geht hier immerhin um mein Hauptparkhaus und mein Prestigeobjekt, während alles andere hier echt für den Arsch ist. Ist das da zumindest hier. Oh, der Abschlusstest Start- und Landebahn ist bald durch. Sie haben Stufe 6 des Baumenüs erreicht. Damit haben Sie folgende neue Bauoption freigeschaltet: Parkbereich 5, Airport, City Hotel. Ein neuer Punkt kann ein Mensch. Ja, hier, da steht auch schon 2 Punkte. Ja, Eckwert verrückte, die Start- und Landebahnen sind fertig, oder wie? Ja, Moment. Russisch Brot. Ich muss mal, Russisch Brot hat nicht funktioniert. Schau, meine Herren und Meister, wie gehorchen. Ein Scheiß, die da oben können mich mal. So, was ist hier los? Der Parkplatz hat keine Ausfahrt. Was habt ihr denn da gebaut? Während der Planungsphase wurde versucht, alle möglichen Anwendungsfälle zu berücksichtigen und in die Baupläne mit einfließen zu lassen. Leider endeten unsere Ausführungen jedoch immer mit dem eigentlichen Parkvorgang. Daher ist uns leider erst jetzt bei ersten Praxistests aufgefallen, dass keine Spur mehr vom Parkhaus runterführt. Einfach mit Ampelanlage doppelt verwenden. Klingt realistisch. Parkplatz als permanent Parkplatz markieren. Klingt auch realistisch. Autokatapult anschaffen ist jetzt eher so das, was mir gefällt. Das würde auch der Henne wählen. Einen Service aufbauen, der Anbieter, der anbietet, parkende Fahrzeuge per Helikopter an die nächstgelegene Straße zu fliegen? Nein. Das wären die realistischen Varianten, wie es die Regierung tatsächlich tun würde. Vor allem das hier. Das
aber das muss ich für ein Henne einfach wählen, ne? Alles ist gut, wenn man es katapultieren kann. Ach, das ist ja immer noch zu teuer, habe ich ja vergessen. Abreißen. Abschlusstest vom Terminal. Der große Katastrophe Bauzauberer, Birne und Bumm Abriss EG. Kaffee Elmas, Bau mit Elmas. RTL 7, Ansatz mit vier Händen. Also das können wir uns leisten. Alles schon wieder hin, was für ein Dreck. Bloß eine billige Fernsehkulisse. Kaum ist das Kamerateam aus dem Haus, ist alles im Eimer. Nur billigste Qualität, alle Wände nur aus Rigips. Billiges Sperrholz, alles mit einem Wassermalkasten angepinselt, schick auf den ersten Blick, aber dauerhaft. Nur mein privates Leben gewühlt. Wir sollten eigentlich mein Haus bauen, stattdessen haben sie meinen Sohn in den Rollstuhl gequetscht, meiner Frau eine Krebsdiagnose angedichtet und meinem Hund die Augen verbunden. Ich war im Fernsehen, das ist aber auch alles. Was man positiv vermerken kann, dass, was die gebaut haben, naja. Rennautobett, Top Restflop. Rosa Glitzer überall. Wenn mein Heavy Metal Kumpels das sehen, mobben die mich doch. Das Hauptterminal war teuer hier noch, würde ich sagen. Und es geht hier nur um den Abschlusstest. Was soll denn das jetzt hier? Okay, geschwind große Granitgänge graben. So, der Abschlusstest verzögert sich leider ein bisschen. Kreuze in Flughafenkapelle falsch rum. Oh, verdammt. Das hätten wir wohl nicht die Gastarbeiter machen lassen sollen. Die Kreuze in der Flughafenkapelle sind alle falsch rum montiert. Das könnte zu Irritationen führen. Spezielle Kapelle für alternative Religionsgemeinschaften bewerben, sich auf das Verbot von religiösen Symbolen berufen und Kreuze ganz abhängen lassen, Kreuzverlängerung unten an das Kreuz setzen, Lampen ausbauen und Fenster zumachen, sodass keiner die Kreuze sieht. Ja, mega nice Idee. Oh, Autokatapult bauen hat nicht funktioniert. Schade. Gut. Statt Ausfahrt einen günstigen Gebrauchtwagenhändler anbauen. Das könnte wieder Geld ein. Das bringt wieder Kohle rein. Jetzt müssen wir aber hier langsam echt mal hier über die Finanzen reden. Guck mal. Weil wir haben ja nicht mehr. Kredit aufnehmen ist kacke, den kann man am Ende nicht zurückzahlen. Ja, bei dem, was wir noch alles bauen müssen. Lass uns doch mal die Bundesregierung ein paar Anteile haben. Ich meine, wir brauchen ja selber keine Anteile nicht, ne? Ja, meine Herren und Meister, dann machen wir, gehorchen wir halt. Gut, wir haben ja echt alles versucht, aber bitte was? Das ewige Licht aus. Jüdischen Kerzenhalter draus bauen. Ja. Mazel Tov. So, wie sieht's denn jetzt aus? Guck mal, ach ja, hier oben ist ja noch das Problem. Der Innenausbau vom Nordterminal stimmt ja noch nicht. MacWock Asia Imbiss und Großbau GmbH, Kindertagesstätte 3 Bären, das Schneckenhaus OAG, mit Häusern kennen wir uns aus. Birne Bums Abriss EG. Haben wir die Kindertagesstätte schon gefragt? Nett, aber alles recht billig verarbeitet. Bin nicht sicher, ob der Bastelkleber die Stahlträger auch hält. Die Tapeten lösen sich schon und im Transparentpapier, das die Fenster ausfüllt, sind schon ganz viele Löcher. Aber der Schmetterling ist sehr hübsch. So was kann nur eine Mutter lieben. Furchtbar.
alles fällt auseinander. Nichts hält. Und ja, es sind bunte Farben dran. Aber ohne jeden Stil, willkürlich zusammengestellt. Kurz, es ist hässlich. Sowas kann man nur lieben, wenn es vom eigenen Kind kommt. So schön von meinem Sohn. So toll hat mein kleiner Geronimo Friedemann das gebaut. Ich liebe es. Das ist ja so schön geworden. Da gebe ich ihm doch ganz viele Sterne. 1 und 2 und... Ach komm, noch einen dritten. Was genau ist das? Oh, das habt ihr für mich gebaut. Danke. Das ist ja toll, ja. Das ist ein... sehr schöner... schönes... wo geht mir denn da rein? Ja, nur ein Spaß, ich weiß. Dass wenn sowas nicht reingeht, aber... Aber was... schöne Idee. Ja, okay, das neue Stadtmuseum ist in dem Sinne nicht perfekt, aber ich finde das total schön, dass man da schon die Kleinsten mitmachen lässt. Die Steine zurechtklopfen, den Zement anrühren, die... Hey, Moment mal, ist das nicht Kinderarbeit? Oh mein Gott, wo kann ich die 2 Sterne wieder... Upsa, jetzt habe ich das angenommen. Ja, weil wir haben ja nicht ewig Zeit, ne? Wir wollen ja fertig werden mit unserem Flughafen. Das zieht sich ja jetzt alles schon fürchterlich hin. Und wir sind jetzt bemüht hier so langsam mal die Sachen hier so ein bisschen fertig zu kriegen. Zumindest die, die wir schon mal in Auftrag gegeben haben, damit schon mal einigermaßen ein Flughafen draus wird, ne? Guck mal hier, Stufe 7 des Baumenüs erreicht, damit haben sie folgende neue Bauoption freigeschaltet. Millibesering. Parkbereich 6 Millibesering. Ja, schick. Was machen wir damit? Egal, Innenausbau des Parkhauses. Kieferbaugenossenschaft Pisa. Oh, die sind gut. Ey, ist da die Wand schief? Wasserwaage und Winkelmesser sagen zwar, es ist alles okay, aber es sieht irgendwie krumm aus. Okay, für Preis und Dauer. Ich bin mal ganz offen. Hätte auch alles etwas schneller sein können. Gerade bei dem Preis. Ergebnis passt aber. Wirklich hübsch. Das toskanische Design ist einfach herrlich und passt ganz hervorragend hier nach Bottrop-Mitte. Das ist mir egal, was die anderen sagen. Oh, sole mio, ich so fühle mich wie in Italia. Ich könnte den ganzen Tag in der Sekunde Padelle und Espresso schlürfen. Ciao. Ciao, vita bella amore, bella mozzarella, arrivederci. So schön, okay. Wie aus der Werbung. Deren Werbeslogan, hätten sie es mal lieber selbst gemacht, hat mich überzeugt. Und ich wurde nicht enttäuscht. Gut, klingt gut. Machen sie mal. Was? Wer? Ich habe hier doch gar keine Bauaufträge mehr offen. Ach doch, da oben der Innenausbau. Ja, was ist denn hier wieder los? Lichtschalter mit Zeitschaltuhr. Gute Idee. Na, also ist das eigentlich was Gutes. Die Beleuchtung in den Räumen wird über einen Lichtschalter eingeschaltet, schaltet sich aber selber über eine Zeitschaltuhr wieder ab. Noch kein Bewegungsmelder. Und superdichte Masse neben den Zeitschaltern platzieren, sodass die Zeit langsamer vergeht. Okay. Hübsche bunte Knie. Oh Mann. Knicklichter an alle Fluggäste verteilen. Darkroom-Zuschlag verlangen. Leihnachtsichtgeräte für alle Fluggäste bereithalten. Probieren wir es erstmal mit der superdichten Materie. Muscletorf hat nicht funktioniert. Verrückte Idee. Kreuz einfach zurück umdrehen. Naja. Verrückt. So, wir haben hier übrigens jetzt 3 verbleibende Punkte. Da steht's. Genau, ich hatte nicht vorher einfach keinen, deswegen konnten wir nichts machen. Aktiviert bei jedem missglückten Mangelversuch eine 15%ige Chance, die angefallenen Kosten des Versuchs erstattet zu bekommen. Ja, das wollen wir gerne machen. Deswegen haben wir die Punkte gespart. Es geht hier immer ums Geld. Müssen wir uns einen besseren Anwalt zulegen, weil der Scheiße, die hier gebaut wird. So, wir haben hier nämlich übrigens auch noch ein paar neue Sachen. Die Anbindung wäre nämlich zum Beispiel auch noch wichtig. Ein Bahnhof. Ja, Bahnhof ist gut. Die königliche Hofbrauerei König Ludwig II. Könnte das bauen. Q&D, Quick and Dirty Bau.
Oder Bauen und Braun und Planbaugenossenschaft Karl-Marx-Stadt, die kennen wir schon. Bauen und Braun klingt interessant. Hohe Fehleranfälligkeit und Kosten für Mängelbeseitigung. Während des Baus kam es durch zahlreiche selbstverschuldete Mängel zu teils gravierenden Verzögerungen. Lag unter anderem daran, dass manche Arbeiter selbst gebrautes Bier dabei hatten. Das Projekt war dadurch ca. doppelt so teuer wie ursprünglich veranschlagt. Oh, das ist schlecht. Das ist nicht gut. Das Kölsch unter den Bauwerken hat mich sehr auf mein Haus gefreut. Das Ergebnis viel zu klein, nicht richtig Maß genommen. Maß, ziemlich schal und eher geschmacklos, nicht wieder. Schaumschläger. Was die verzapfen, ist vom Preis her echt in Ordnung. Dafür Stern. Aber was diese Suffköppe dann abliefern, mit dem Ganzen die Krone auf. Das ganze Bierbordwitze. Schön. Ein gutes Pilz braucht 7 Minuten. Qualität braucht seine Zeit. Zeit, die man als Bauherr oft nicht hat. Mir hat es dann etwas zu lange gedauert, aber bei dem Preis meinetwegen. Kann mich kaum erinnern. Puh, also eigentlich war ich ab schon mal gucken, wie läuft auf der Baustelle. Weiß aber nicht mehr, was dann auch passierte. Wieso gibt es hier eingetastete Doppelt? Ja, das ist. Aber die königliche Hofbauerei. Ist halt sackenteuer. Und die sind jetzt von den Sternen auch nicht besser als Bauen und Braun. RBC ist Dust in the Wind. Okay. Netter Dreck, kein Highlights. Ganz netter Dreck, ordentlicher Matsch. Schön viel Staub, einige Ölschmierer. Öl heißen raus. Aber auch nichts Besonderes. Kein Granitstaub, kein Kristallbruch. Hab schon Spannenderes gesehen. Schnell gebaut, schnell. Im Eimer, die Arschkrampen waren noch nicht von der Baustelle weg. Da kam schon die Deckenleiste runter. Das war mit Qualität nichts zu tun. Mein Problem schnell beseitigt. Ich musste schnell jemanden etwas verschwinden lassen. Am besten in einer unauffälligen Wand. Ich brauchte eine Firma, die schnell was hochzieht und keine Frage stellt. Bin recht zufrieden. Der Praktikant hat vielleicht was gesehen. Konnte gar nicht mitreden. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Ich wollte die Baustelle mal besichtigen und hier und da noch ein paar Wünsche anbringen. Da war das Ding schon fertig. Unfassbar. Ja. Dann mach ihr mir mal den Bahnhof. Ja, du kommst gleich. Ich brauche hier noch Anbindung Gastronomie. Wir haben noch keine Gastronomie. Wir brauchen das Airport City Hotel in 3 Baustufen. Welches Unternehmen möchten Sie beauftragen? Die Gebrüder Asbestos haben ein gutes Angebot. Hans Bouquet. Ganz okay. Gebrüder Asbestos. Rauchen an der Baustelle. Mitarbeiter der Gebrüder Asbestos puffen Zigarren auch in der Nähe von offenen Gasleitungen. Es ist unverantwortlich. Keine Luft. So wird es ja nie was. Mitarbeiter der Gebrüder Asbestos dealen auf dem Flughafengelände mit Stabfeuerzeugen. Die kriegt man in jedem Baumarkt, verdammt normal. Der Ruf ist on fire. Klasse, dass sich die Gebrüder Asbestos mit Brandschutz so gut auskennen. Aber muss der wirklich mit einem Flammenwerfer getestet werden? Und muss man dabei Jiha rufen? Alles wie Bär oder was? Mitarbeiter der Gebrüder Asbestos grillen im halbfertigen Duty-Free-Shop. Den 2. Stern gibt es für die auf den Punkt gegrillten Steaks. Lecker. Ja, klingt doch gut. Achso. Händler anbauen hat auch nicht geklappt. Es geht ja immer noch um unser Top-Parkhaus, muss man auch mal jetzt bedenken. Deswegen, was haben wir jetzt hier als Angebot? Noch alle ankommenden Fahrzeuge mit Hilfe einer Autopresse verkleinern und Platz sparen, stapeln. Nein, es wird jetzt hier einfach eine gescheite Ampelanlage da eingebaut und dann ist das Problem schon gelöst. So. Bitte was? Bitte wer?
Damit die feinen Damen nicht immer die ultra hohen Absätze tragen müssen, haben wir den Boden in der VIP-Lounge einfach 50 cm höher gelegt. Nun sind nach oben aber nur noch 1,90 Platz. Die VIP-Räume sind zu klein. Tiefe Schuhe bereitstellen. VIP-Lounge hochkant stellen. Decke rausreißen und VIP-Besucherterrassen. Immer wenn ich an die Maus stoße, ist die Anzeige weg. Daraus machen. Knieschoner auslegen. Besucherterrasse. Bitte? Ach, die Ampelanlage hat auch nicht funktioniert. Es gibt nicht mal eine Ausfahrt in Form eines Tunnels oder eine Brücke nachträglich ergänzen. Ja! Das ist auf jeden Fall im Stil unseres super Hightech, hast du nicht gesehen, Parkhauses. Bitte was? Ach, der Abschluss ist schon wieder schief gegangen. Die Computerkühlung per Fächer. Alle mögen Roboter, aber unsere Roboterarme, die dem Zentralcomputer zur Kühlung Luft zu fächern, sind scheinbar nicht ausreichend, um die Dinger vor Überhitzung zu bewahren. Den Computern in Endlosschleife Ice Ice Baby vorspielen, die Server in Kühlhäusern lagern, Kübeln mit Eiswürfeln vor die Fächer stellen, den Computern Nachrichten von deiner Ex nach der Trennung vorlesen. Eiskalt. Wir gucken gerade mal wieder hier. Wir möchten, dass das alles dunkelblau wird. Guck mal, da ist gerade eine noch in. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Sturm blies mehrere Teile an richtige Stelle. Der Gebäude wird früher fertig. Blue Wort. Was ist da passiert? Berlin. Gute Nachrichten vom Flughafen BER. Bei einer Inspektion nach dem verheerenden Sturmtief Gabi zeigt sich, dass die starken Winde einige Bauteile an die passende Stelle geweht haben. Ein Gebäude des Flughafens wird dadurch früher fertig. Sehen Sie diesen Sack Zement da? Der lag gestern zum Beispiel hier hinten, erklärt der BER-Chef zufrieden. Jetzt liegt er an der richtigen Stelle. Da hätte man sonst extra einen Bauarbeiter beauftragen müssen, der sich für viel Geld darum kümmert. Eigentlich wollte man die angerichteten Schäden inspizieren, doch es sieht besser aus als vorher am Flughafen. BER ist offenbar so viel im Argen, dass eine neue willkürliche Anordnung von Bauteilen immer positive Auswirkungen hat. So seien mehrere Tanks für die Brandschutzanlage mit Regenwasser gefüllt worden, eine fälschlich eingezogene Wand wurde umgeweht und ein Dach wurde so eingedrückt, dass die Statik jetzt endlich stimmt. Sehr gut. Übersicht der Folgen. Parkplatz, Innenausbau, fertig. Ja, mega. Zack. Ja. Unser Parkhaus ist betriebsbereit. Ein Traum. Was haben wir denn jetzt hier für ein Problem, bitteschön? Das City Hotel schon wieder. Ja, meine Fresse. Das ist aber auch. Wir haben die falschen Quarks bestellt. Statt zwei Kisten Down-Quarks und eine Kiste Up-Quark haben wir nun zwei Kisten Up-Quark und nur eine Kiste Down-Quark. Dabei haben wir noch genug Protonen über, aber kaum noch Neutronen. Tja, an die Hälfte der Protonen ein Elektron mit Tesa kleben, damit es zum Neutron wird. Anti-Up-Quarks und Anti-Down-Quarks dazu bestellen und Anti-Protonen zu basteln. Auf den Elementarteilchen-Flohmarkt in Brandenburg fahren und versuchen, die Dinge einzutauschen, bei der Hotline anrufen und so lange rumnölen, bis sich die Lieferung umtauschen. Jawohl. So, so werdet ihr Macht, Leute. Rumnölen, aber vom Feinsten, aber. Achso, die Ex-Nachrichten haben nicht funktioniert. Schade. Die waren schön eiskalt, aber nein. Die Hände der Fächerroboter durch Ventilatoren ersetzen. Ja, das könnte funktionieren. Da oben. Ach, die Zeitschaltuhren waren noch das Problem. Durchs Kuckucksuhren ersetzen, dann kriegt man wenigstens ein akustisches Signal. Sehr gut. Wir schauen noch mal eben, wie es aussieht. Okay. Sagen wir, das Terminal haben wir doch an. Das Terminal ist echt so ein Problemding, ne? Das haben wir einen Auftrag gegeben. Direkt nach dem Kollegen hier. Naja, macht ja nichts. Macht ja nichts. Oktober 2011 Eröffnung. Sieht eigentlich noch gut aus an sich. Ach, die Kuckucksuhr will auch nicht so. Na gut.
Lichtschalter-Boy für alle Schalter einstellen. Dann wollen wir jetzt den Darkroom-Zuschlag. Ja, bitte. Oh, was ist hier passiert? Kai-Uwe hat was im Auge. Oh nein, Kai-Uwe hat beim Arbeiten was ins Auge bekommen. Das tut jetzt ganz dolle weh. Das Objekt nach außen wegreiben, Auge mit Spiritus ausspülen, Kai-Uwe zum Betriebsarzt schicken, ein Objekt mit dem Schraubenzieher rausproben. Also erstmal versuchen, nach außen wegreiben. Die Hände der Fischerroboter durch Gefrierstrahl ersetzen, okay. Nach außen wegreiben hat nicht geklappt. Okay, dann das Objekt zur Mitte hin wegreiben. Na, rumnölen hat funktioniert, wunderbar. Da oben ist dann immer noch der Darkroom-Zuschlag. Oh, jetzt gibt's hier schon wieder Probleme. Es spukt! Ja, wen rufst du denn? Aber wenn es spukt, Sorry, Astro TV, Domian und Modern Talking. Galileo Mystery deckt nie auf, die widerlegt immer nur. Ich frag mal Domian, der kennt sich aus mit sowas. So, bei Bini jetzt im Darkroom, was macht denn unser Darkroom? Hat funktioniert, sauber. Wie was? Dafür haben wir jetzt ein anderes Problem. Bio-Fußbodenplatten aus Bananenblättern verwelkt. Da will man einmal was für die Umwelt machen. Vor dem Terminal haben wir den ganzen Eingangsbereich mit hübschen, abbaubaren Bananenblattfliesen ausgelegt. Die sind inzwischen aber schon welk. Bananenblätter grün ansprühen. Kofi-Bananen anrufen. Günstige PVC-Restposten erstehen. Eingangsbereich mit Achtung, die What? PVC. Scheiß doch auf die Umwelt. Die Frage ist, was haben wir denn jetzt hier noch mal Parkbereiche und was haben wir denn noch an Anbindung? Der Millibesering, den müssen wir noch bauen. Ja, welches Unternehmen möchten Sie denn beauftragen für den Millibesering? Nicht McWop, die kostet zu viel. Der Manfred. Den Manfred, den haben wir schon mal. Den haben wir das schon mal machen lassen, der macht das nochmal. Ja, bitte? Domian anrufen hat nicht funktioniert, ist aber gemein. Whoopi Goldberg. Die kann uns dann nicht helfen. Dann müssen wir doch Galileo Mystery fragen. Oh, das wird gut. Der Abschlusstest geht weiter. Dann ist es gleich wieder Monatswechsel. Und wir kriegen zum ersten Nacht wieder 500.000. Jawohl, dankeschön. Und der Abschlusstest ist nicht wieder schief gelaufen. Die Trinkwasserspender im Erdgeschoss wurden anstatt an die Frischwasserleitung an die Abwasserleitung aus dem ersten Stock angeschlossen. Coca-Cola-Logos draufkleben und hoffen, dass keiner den Unterschied merkt. Kein Trinkwasserschilder anmontieren. Ja. Gutachten von 107 Fachärzten vorlegen, dass Abwasser trinken nicht schädlich sei. Wasseraufbereitungstabletten beilegen. Nö, kommt kein Trinkwasserschild dran und gut ist. Das wird ein schöner Flughafen, da kannst du nichts sagen. Und er läuft doch schon richtig gut. Wenn wir jetzt mal hier. Ja, siehste mal, Blink Blink hat's gemacht. Zwei Projekte sind schon fertig geworden. Wir haben immer noch 2 Jahre Zeit. Wir sind voll im Plan. Oder was? Ja, siehst du, kling, kling, bling, bling. Tack, 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 tack. Sie haben Stufe 8 des Baumenüs erreicht. Damit haben Sie folgende neue Bauoption freigeschaltet. Parkhaus 7, Parkhaus 8. Und wieder einen Punkt. Jawohl. Ah. Die Bahnschienen sind nicht parallel. Das ist blöd. Die Bahnschienen sind nicht parallel verlegt, damit sie sich am Horizont treffen, so wie auf den Zeichnungen. Leider können sie aber keine Züge drauf fahren.
Züge anschaffen, die immer kleiner werden, wenn sie sich entfernen. Das ist gut. Ein Auge zu kneifen, um die Perspektive auszutricksen. Schnell die Bevölkerung von Magnetschwebebahnen überzeugen und Zugachsen aus Gummi installieren. Nein, wir werden Züge anschaffen, die in der Entfernung immer kleiner werden. Unser Terminal ist fertig, ich glaub's nicht. Ja, so schön. Aber wir haben jetzt ein Terminal, wir haben einen Flughafen. Eigentlich sind wir jetzt so bald. Eigentlich sind wir bald schon so gut ausgestattet, dass wir sagen können, okay. Ach, die Bock an den. Bauen gerade den Ring hier. Eigentlich haben wir doch schon alles. Machen wir Innenausbau. Bauvorgang abgeschlossen. Mega. Wir können in den Abschlusstest gehen. Und den lassen wir machen. Wen? Babel Hoch- und Tiefbau. Casanova, neue Häuser braucht das Land. Bauen und Porn haben wir uns schon angeguckt, die sind nicht so gut. Babel Hoch- und Tiefbau ist doch gut. Unsere neuen Parteizentrale, der Gegenentwurf zur Bundesrepublik, haben wir bei Babel in Auftrag gegeben. Leider. Auf der Baustelle sprach niemand Deutsch, Sprachverwirrung ohne Ende. Ohne uns. Ein Punkt für die Ausbeutung. Bau mittendrin, der stoppt. Erst alles großartig geplant und begonnen, aber dann von einem Tag auf den anderen ging einfach nichts mehr vorwärts, ohne ersichtlichen Grund, als hätte Gott selbst die Bauarbeiten verhindert. Unglaublich. Viel zu hoch, ganz hübsch geworden. Aber warum bis zum Himmel? Wir wollten doch nur zwei Volletagen. Ich weiß nicht, warum die 13 Stockwerke gebaut haben. Super tiergerecht, aber echt teuer. Hab viele Haustiere von jeder Sorte zwei und habe Babel beauftragt, eine Herberge für alle zu bauen. Ist echt gut geworden. Leider kann ich mir jetzt kein Tierfutter mehr leisten. Mega und super schnell. Ein neuer Carport ist echt schick geworden. Und war ruckzuck fertig, Hammer. Biblisch. Leider auch der Preis. Ach Gottchen. Qualität hat halt eben Preis, nicht wahr? Und der Preis hat... Die sind jetzt hier. Die elektrischen Türen laufen mit Windkraft. Das ist doch gut. Die elektrischen Türen im Gebäude sollten sich selber über kleine Windräder mit nachhaltiger Energie versorgen. Es hat wohl keiner bedacht, dass im Gebäude gar nicht so viel Wind geht. Nicht, wenn die Türen zu sind. Bitte kräftig Pusten auf Klebern bringen. Trompete anstellen, die gegen die Windmühlen pusten, wenn Passagiere kommen. Regelmäßig Wahlkampfveranstaltungen im Flughafen abhalten, Fenster ausbauen und auf Durchzug hoffen. So machen wir das. Das ist hier ein Parkhaus, das ist nicht so tragisch. Was ist denn hier oben los? Am Tower gab es eine Explosion! Aua! Da wurde jemand ein großes Stück aus dem Tower gesprengt. Das sieht nicht aus. Ich spiele das mit Moldofil wieder zu. Ein Stück des Hauses wurde abgesprengt. Da waren die Baupläne für den Bär drin. Der Personalabteilung Bescheid geben, dass wir erstmal keinen Fluglots brauchen. Morgen ist Zwischenabnahme. Hat noch jemand hier noch Lego-Steine, um das Loch aufzufüllen? Wir brauchen keine Fluglotsen mehr. Der Arbeitsplatz ist leider hin. Die ist hinüber. Bitte was? Ach, der Melibeser-Ring. Ach du Scheiße, jemand hat den Asphalt gestreckt. Das Asphalt ist mit irgendeinem Zeug gestreckt worden. Jetzt wird der ab ca. 15 Grad weich und die Reifen sinken ein. Und die Platten drüber legen. Asphalt-U-Boot-Flugzeug anschaffen. Asphalt. Asphalt. Mit großen Sonnenschirmen die Hitze abhalten, viele Klimaanlagen aufstellen. Erstmal die Sonnenschirme. Auf Kredit zurückzahlen fallen nur 0,2% weniger Zinsen an. Yeah.